Hier im Kieler Opernhaus ist heute die Woche der Brüderlichkeit eröffnet worden. Und dazu möchte ich Sie, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heißen. Wir wollen Ihnen jetzt die Höhepunkte der Veranstaltung zeigen, die in diesem Jahr Europa zum Thema hat. Ein Thema, das natürlich zu einem Zeitpunkt festgelegt wurde, als noch niemand ahnte, dass uns seit einer Woche eine neue Krise im Osten Europas in Atem halten würde. Was für eine aktuelle Wucht bekommt dann plötzlich so eine harmlos erscheinende Überschrift? Und wie viel Relevanz? Doch dazu später mehr. Jetzt erfahren wir erst einmal in einem kleinen Film etwas über die Gesellschaft, die das Ganze hier seit Jahrzehnten auf die Beine stellt. Zusammenleben bei gegenseitiger Achtung aller Unterschiede. Dafür steht der Deutsche Koordinierungsrat mit seinen über 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Ob christlich oder jüdisch, jung oder alt, außenstehend oder akzeptiert, der Dialog ist wichtiger denn je. Die Begegnung im gelebten Glauben ermöglicht Kraft gegen Intoleranz und Fanatismus, ganz im Sinne von Franz Rosenzweig und Martin Buber, den Namensgebern der Buber-Rosenzweig-Medaille. Schon 3 Jahre nach dem Holocaust fanden sich die ersten Menschen zusammen in einem unbeirrten Glauben an ein Miteinander der Religionen. Es grenzt fast an ein Wunder, dass die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit so bald nach dem Krieg in Erscheinung getreten sind. An und für sich war es eine Zeit der Sprachlosigkeit in der deutschen Gesellschaft, auch in den Kirchen. Und man muss es diesen Menschen, die damals die ersten Gesellschaften gegründet haben, zugutehalten, dass sie fast visionär gehandelt haben. Aus den Visionen von damals ist eine zukunftsorientierte Organisation von engagierten Bürgern und Gläubigen geworden. Diese Bürgerinitiative Jüdisch-Christliche Zusammenarbeit, die sich dann im Koordinierungsrat zusammengeschlossen hat, war und ist immer noch eine Minderheit, aber sie versucht etwas zu lernen und zu leben, was im Interesse der Mehrheit ist. Der Einsatz für die Verwirklichung der Rechte aller Menschen auf Leben und Freiheit, ohne Unterschied des Glaubens, der Herkunft oder des Geschlechts, erlangt immer wieder neue Aktualität. Ich denke, es bleibt die ursprüngliche Aufgabe, den Nachbarn, mit dem ich zusammenlebe, ob in Deutschland oder in Israel oder innerhalb Deutschlands, der anders denkt, anders glaubt, anders singt, anders isst, kennenzulernen. Wer streitet, ist umstritten. Das ist die wirklich große Gefahr, der ständig vor sich hinschwelende Rassismus im Alltag. Dem gilt es, Widerstand zu leisten. Seit 1968 wird die Medaille verliehen. Leider gibt es eben Fragen, auf die man nur schwer, manchmal niemals eine Antwort finden kann. Vielleicht ein Stammtisch ohne Rassismus oder ein Seniorenclub ohne Rassismus. Eure Arbeit ist so wichtig und so notwendig. Ob sie miteinander reden, ob sie einander begegnen, das sagt etwas über ihr Lebensschicksal, über das Gelingen oder Misslingen ihres Lebens. Die Preisträger sind ja im gewissen Sinn immer Vorbilder. Entweder für Erreichtes oder Geplantes oder Gedachtes. Und wir können eigentlich stolz auf unsere Preisträger sein. Sie sind Beispiele für die jungen Menschen unserer Gesellschaft, in welche Richtung wir gemeinsam gehen können. Aber jetzt wollen wir doch ganz schnell zum Anlass unseres Zusammenseins kommen, nämlich der Woche der Brüderlichkeit. Aber dazu muss sie erstmal eröffnet werden. Und das übernimmt für uns Pfarrer Friedhelm Pieper, der evangelische Präsident des Koordinierungsrates. Herzlich willkommen hier im Opernhaus der Landeshauptstadt Kiel, die uns heute ja in einem Bilderbuch Frühlingstag empfängt. Freiheit, Vielfalt, Europa. So in diesem Dreiklang würden wir unseren Kontinent gerne hören und wahrnehmen. Freiheit, Vielfalt, Europa. Und so erfahren wir unseren Kontinent auch gern als einen Raum von Vielfalt. Eigentlich ist Europa ja gar kein eigener Kontinent,
sondern eine kleine, zerklüftete Halbinsel am westlichen Rand des eurasischen Erdteils. Und doch, so klein wie Europa ist, ist es doch mit einer beeindruckenden Vielfalt ausgestattet. Wo immer wir hinkommen in dem kleinen Europa, wir finden so beeindruckende, ausgeprägte eigene Regionalkulturen vor. Und ist es nicht genau das, was wir lieben und genießen auf unseren Reisen in Europa? Die Sprachen und Dialekte, Speisen und Getränke, Architektur, Literatur und Kunst in ganz enormer Vielfalt. Zur Vielfalt Europas gehört auch die Geschichte der drei großen abrahamischen Religionen. Diese Gabe des Nahen Ostens an das Abendland. Da ist die Geschichte des Judentums, die auch in Europa älter ist als die des Christentums und die unseren Kontinent immer wieder befruchtet hat. Die Geschichte des Christentums, die Europa besonders geprägt hat, allerdings nicht immer zum Guten. Und die Geschichte des Islam, von seinem Erbe in Andalusien über den Balkan zu den russischen Städten am Fuße des Ural mit ihren jahrtausendealten islamischen Stadtteilen. Freiheit, Vielfalt, Europa. Wir wissen, dass Europa auch ganz anders geklungen hat und ganz anders erfahren wurde und auch heute an unterschiedlichen Stellen ganz anders klingt und ganz anders erfahren wird. Wo Freiheit unter Druck gerät, wo Vielfalt keine Anerkennung findet. Und so blicken wir heute auch mit Sorge nach Ungarn. Und wir blicken geradezu entsetzt auf die Ukraine. Wir blicken auf Konflikte in Europa, von denen wir dachten, dass sie der Vergangenheit angehören würden. Konflikte, auf die Ministerpräsident Albeck nachher noch eingehen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen heute Zuschauer und Zuhörer dieser Preisverleihung sein. In Bezug aber auf Freiheit und Vielfalt in Europa braucht es mehr als zuzuschauen und zuzuhören. Lassen Sie uns deshalb diese Ehrung hier als eine Verpflichtung ansehen, als Verpflichtung, uns selber dafür einzusetzen, dass dieser Dreiklang erhalten bleibt. Freiheit, Vielfalt, Europa. Es ist mir eine große Freude und es ist mir eine Ehre, im Namen des Deutschen Koordinierungsrates der christlich-jüdischen Gesellschaften die Woche der Brüderlichkeit 2014 hier in Kiel zu eröffnen. Herzlichen Dank. Jetzt freuen wir uns auf die Begrüßung des Landesherrn von Schleswig-Holstein, des Ministerpräsidenten Thorsten Albig. Bitte sehr. Schleswig-Holstein freut sich sehr, in diesem Jahr die Woche der Brüderlichkeit auszurichten. Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen bei uns im Norden. Jüdisches Leben, meine Damen und Herren, ist Teil des kulturellen Erbes unseres Landes. Viele Jahrhunderte lang gehörte es ganz selbstverständlich zum kulturellen Leben in Deutschland. Mit Freude und mit Dankbarkeit beobachten wir die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Jüdisches Leben erstarkt wieder in Deutschland. In den 90er Jahren waren viele Jüdinnen und Juden aus der zerfallenen Sowjetunion überzeugt, Deutschland wird ihnen eine sichere, eine tolerante neue Heimat sein. Was die Nationalsozialisten auf immer zu zerstört gehofft hatten, es erfand sich neu, jüdischer Alltag. Alltag, der ganz selbstverständlich zu Deutschland gehört. Bei uns in Schleswig-Holstein zum Beispiel haben die jüdischen Gemeinden inzwischen wieder so viele Mitglieder wie vor der Nazizeit, wie vor der Shoah. Jüdisches Leben und jüdische Kultur sind wieder spürbar in unserem Land. Das ist ein großes Geschenk für Schleswig-Holstein,
Ein großes Geschenk für Deutschland. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Es gehört viel dazu, Deutschland wieder zu trauen. Wir alle müssen daran arbeiten, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Die Woche der Brüderlichkeit, sie bietet uns Raum für Gespräche. Dank Ihnen allen, die Sie diesen Austausch möglich machen. Dank Ihnen allen, die Sie diesen Dialog suchen und hier finden. Wir in Deutschland haben eine besondere Verantwortung zum Dialog. Wir in Deutschland haben eine besondere Verantwortung zu mehr Mut und zu mehr Zivilcourage. Wir in Deutschland sollten gelernt haben, dass Schweigen eine Sackgasse ist. Im Englischen nennt man eine Sackgasse Dead End. Lassen Sie uns gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, dass unser Weg kein solches Ende nimmt. Gemeinsam können wir das. Wir haben in den vergangenen 70 Jahren so unglaublich viel erreicht. Vieles, was kaum einer 1945 für möglich gehalten hätte. Lassen Sie uns den Weg der Toleranz und der Vielfalt weitergehen in Schleswig-Holstein, in Deutschland und in Europa. Aufrecht und Hand in Hand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das war ein sehr schönes Plädoyer für ein tolerantes, offenes und kommunikatives Europa, ganz im Sinne unseres Preisträgers George Conrad. Und weil wir uns diesem Preisträger nun auch geografisch ein wenig nähern wollen, gibt es jetzt eine Musik, die einen Bezug zu seiner Heimat hat. Nämlich den zweiten der ungarischen Tänze, über die sein Schöpfer Johannes Brahms sagte, sie seien originale Kinder der Puster und der Zigeuner. Ja, so sagte man das noch zu Ende des 19. Jahrhunderts. Damals war die sogenannte Zigeunermusik gerade in Westeuropa wegen ihrer Virtuosität und Leidenschaftlichkeit groß in Mode. Und die ungarischen Tänze machten den Nicht-Ungar und Nicht-Zigeuner Brahms weltberühmt.
Nun wollen wir uns der Hauptperson des heutigen Tages nähern, nämlich dem neuen Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille, George Conrad. Und zwar zuerst mal nur im Film, dem Film meines Kollegen Peter Schmidt. Danach bitte ich sofort Helmut Karasek auf die Bühne, um seine Laudatio zu halten. Helmut Karasek brauche ich Ihnen natürlich nicht vorzustellen, meine Damen und Herren, Sie kennen ihn alle. Aus dem unvergesslichen literarischen Quartett mit Marcel Reich-Ranicki, aber natürlich auch als Gast und Gastgeber unzähliger Sendungen über Literatur und nicht zuletzt als ungeheuer produktiven Autor geistreicher und sehr amüsanter Bücher. Dass er die Laudatio für George Conrad übernommen hat, liegt natürlich in erster Linie am Preisträger, das ist klar. Aber ich vermute mal, er ist auch deswegen gerne nach Kiel gekommen, weil er hier seinen Sohn Daniel treffen kann, der Generalintendant und Hausherr der Kieler Oper ist. Aber jetzt sehen Sie zuerst... Das war der Applaus für den Sohn und jetzt sehen Sie zuerst... den Film über George Conrad. So, dann. György Conrad, ein ungarischer Jude, der mit seiner Literatur auf ein Land mit faschistischer, kommunistischer und sozialistischer Vergangenheit aufmerksam macht. Aber noch viel mehr auf ein Land mit Zukunftsproblemen. Alles begann 1944, als auch in Ungarn die Nazis die letzten Juden aus dem Land trieben. Die Eltern des damals 11-Jährigen ahnten ihr Schicksal. Sie wussten, dass sie bald abtransportiert würden und ihre Kinder in großer Gefahr waren. So schickten sie sie vom Land in die Stadt, in ein sicheres Diplomatenversteck. Die große Stadt, die vielen Menschen, der 11-jährige György Conrad war zutiefst eingeschüchtert. In 1944 bin ich mit meiner Schwester und mit zwei Neffen von einer Kleinstadt, es hieß Berettyóújfalu, nach Budapest. Und auf diesem Tag hier auf dem Perron, die Zeitungsverkäufer schrien, die Invasion ist angefangen. Mein Vater und nach ihm auch meine Mutter waren schon verhaftet von dem Gestapo. Sie waren in einem Lager, nicht weit von unserer Kleinstadt. Der kleine György und seine Schwester mussten sich alleine durchschlagen. Vom Schicksal der Eltern wussten sie nichts. Noch heute stehen einige der Häuser aus der damaligen Zeit. Zu überleben war nicht einfach im Nazi-Budapest. Der Tod lauerte sogar im eigenen Hausflur. Aber der junge Mann, so 25-Jährige, Feldkreuzer, Armband, Stiefel, Leder, Mantel, Maschinengewehr, Revolver, war stärker als wir, ein Kind und ein alter Mann, und hat hereingestoßen diese Tür. Und der Herr Erdős stand hier, er hat ihn erschossen und Herr Erdős lag hier, er hat hier bekommen eine Kugel. Ich habe es nicht verstanden, warum, und dann hat er sein Revolver auf mich gerichtet. Bis heute versucht Conrad, die Geschichte der Juden, ihre besondere Verantwortung für die Welt, aber auch das eigene Schicksal zu verstehen und es in seiner Literatur zu verarbeiten. Dann kam das ersehnte Kriegsende, aber Budapest stand in Flammen. Bald sollte alles besser werden, versprach ein Propagandafilm, ein Neuaufbau in eine bessere, friedliche und demokratische Zukunft. Soweit der Plan. Endlich. 1948 sollte durch eine erste freie Wahl eine funktionierende demokratische Regierung aufgebaut werden. Die orientierte sich nach Moskau. Die Erwartungen der Bevölkerung waren groß. Maciej Rakosi gewann mit seinem stalinistischen Kurs die Wahl. Von Demokratie war keine Rede mehr. Die Einheitspartei der ungarischen Werktätigen regierte nach russischem Vorbild das Land. Ich muss sagen, dass ich habe gedacht, dass dieser Stalin ist doch eine große Figur, ein großer Staatsmann. Und wenn er gestorben ist, dann war ich irgendwie
berührt, obwohl ich eben dann herausgeschlossen war von der Universität. Ich war mehrmals herausgeschlossen. Und warum schon damals? Ja, immer, weil ich das oder das gesagt habe, meine Meinungen, bürgerliche Herkunft. 1956 dann die große Revolution. Aber auch jetzt wurden die Hoffnungen der Bevölkerung und von Georgi Konrad nicht erfüllt. Das übermächtige Russland schlug den Aufstand blutig nieder. Ungarn verschwand hinter dem eisernen Vorhang. Und dennoch blieben für Konrad Hoffnungen. Er träumte, wollte seine Kindheit zurück. Er fühlt sich zwischen Ideal und Wirklichkeit hin und her gerissen und bleibt in Ungarn. Ich dachte, das soll man nicht weglaufen. Man soll mal sehen, was kommt. Und die Schriftsteller eigentlich, die Richtigen, sind hier geblieben. Und ich wollte nicht diese Gnade, Freundlichkeit zu haben in einem anderen Land. Konrad ist deprimiert und zuversichtlich zugleich. Als politischer Denker, als Dissident, macht er sich kein leichtes Leben, aber er glaubt an eine Vision, dass auch Ungarn nur in einem gemeinsamen Europa eine neue Zukunft haben kann. In der Literatur von Polen bis Prag und Budapest, es gab einen Aufbruch, wo von diesem gesellschaftlichen Grund kam heraus ein Reich des Imaginären. Und dieses Imaginäre erhoffte er sich nach der Öffnung 1989 zum Westen hin. Aber Ungarn tut sich bis heute schwer mit einer freiheitlichen Demokratie. Georgi Konrad, der Jude, der Außenseiter, der von Israel träumt und es dennoch kritisiert. Der Demokrat, das Gewissen der Ungarn, der Juden, der Europäer. Meine Damen und Herren, lieber hochverehrter Herr Konrad, ich erinnere mich gerne an das Jahr 1999 vor der Jahrtausendwende. Ich war nach Stuttgart gefahren, um die Sonnenfinsternis zu sehen, die da gewaltig über die an der Schwäbischen Alb zu sehen war. Im gleichen Zeitraum saßen Sie in Ihrer Heimatstadt, sind auch den Berg hochgegangen und haben mit dieser Sonnenfinsternis sich zufrieden zurückgelehnt. Sie waren in ihrer Heimatstadt. Zwar waren die Menschen dort sehr alt. Es gab mehr Witwen als Paare. Zwar fiel ein alter, armer Mann betrunken ab und zu in ihr Gartenbeet. Die Zigeuner waren da. Alles war wunderbare Idylle. Und sie haben durch ihre Kinder in ihrem Garten Jugend und Frische in dieses Land gebracht. Und sie haben also eigentlich, sie waren damals 66 Jahre alt, gedacht, jetzt wird alles gut, diese Sonnenfinsternis ist ein gutes Zeichen für Europa, für Ungarn, für meine Heimatstadt. Und es kam in die Gedanken, dass sie sagten, wie ihre Mutter sie gefragt hat, bis wann hat das Leben einen Sinn, mein Junge? Und sie haben geantwortet, solange wir nicht sterben, so lange sicher. Das ist eine schöne Einsicht. Und ich denke, dass diese Sonnenfinsternis ein großer Moment war und sie wollten Folgendes machen. Sie haben eigentlich gedacht, dass sie sich Zeit für sich selber nehmen können. Steht der schöne Satz drin, es gab viele Windmühlen, gegen die ich noch als Don Quixote hätte reiten können, aber ich will jetzt bei meiner Familie sein und eine Auszeit nehmen.
Und insofern haben Sie sich in der Zukunft leider getäuscht. Sie wurden noch sehr gebraucht. Herr Konrad kennt sich mit nationalen Konflikten aus. Und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn er uns bald laut davon Zeugnis geben könnte, wie er die Entwicklung in der Ukraine sieht. Ich war 1938 als Deutscher in der Tschechoslowakei, von der Masaryk sagte, er wollte eine zweite Schweiz machen, also Nationalitäten, die friedlich miteinander lebten. Als ich jetzt sah, wie unbewaffnete, scheinbar gespenstische Truppen in die Krim einmarschierten, die nichts mit den Russen zu tun hatten, dann ist mir eingefallen, wie Konrad Henlein 1938 die Tschechoslowakei mit Deutschen unterwandert hat. Ich war damals als Kind Beobachter auf der feindlichen Seite. Und die Tschechoslowakei wurde dann zu einem Protektorat. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass Putin notfalls, um die Ukraine zu schützen, eine Art Protektorat dort einrichten will. Ich gratuliere Ihnen sehr und bin sehr froh, dass ich mich bei Ihnen mit unbeholfenen Worten für die Freude bedanken kann, die Sie mir mit Ihren geschriebenen Worten gemacht haben. Jetzt wollen wir aber erstmal zur Hauptsache schreiten, nämlich zur Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille an George Konrad. Und dafür bitte ich jetzt die katholische Präsidentin Dr. Eva Schulz-Jander nach oben und den jüdischen Präsidenten Dr. Henry Brandt und natürlich den Preisträger selbst. Bitte sehr. Mein lieber Herr Konrad, der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit verleiht die Buber-Rosenzweig-Medaille 2014 an den Schriftsteller George Konrad. Und hier ist die Begründung. In Zeiten wachsender Skepsis und Distanz zu Europa erinnert uns George Konrad kontinuierlich an ein Europa, das als eigenständiger Raum mit jahrhundertealter Tradition eine politische und kulturelle Größe darstellt, in deren Mitte die Werte der Aufklärung und Demokratie geboren wurden. Aus eigener leidvoller Erfahrung kennt er die Zerbrechlichkeit und Bedrohung dieser Errungenschaften und tritt daher vehement für eine freie Gesellschaft ein, in der ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt bewahrt und gestärkt werden. Geprägt von den Brüchen und Gefährdungen in der eigenen Biografie weiß er um die unabdingbare Notwendigkeit von Zivilcourage und den Mut, sich zu seiner Identität zu bekennen. Als überzeugter Europäer setzt er sich intensiv mit den eigenen jüdischen Wurzeln auseinander. Und als säkularer Jude sieht er sich tief eingebettet in die Kultur und Geschichte Europas. Hieraus erwächst sein leidenschaftlicher Einsatz gegen Rassismus, Antisemitismus und die Beschränkung bürgerlicher Freiheiten, wie sie in seinem Heimatland Ungarn und nicht nur dort in besorgniserregendem Maße um sich greifen. Mit seinen Romanen und Erzählungen, seinen Essays und öffentlichen Reden bedeutet er uns, dass sich die Seele Europas nur durch die Werte von Freiheit und Frieden, Vielfalt und Toleranz nährt und am Leben erhalten bleibt. So knüpft George Konrad
an das dialogische Erbe Martin Bubers und Franz Rosenzweigs an und verkörpert auf vorbildlicher Weise, was wir mit dem Jahresthema der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Jahr 2014 zum Ausdruck bringen möchten: Freiheit, Vielfalt, Europa. Bad Nauheim und Kiel, den 9. März 2014, Gesellschaften für christliche Zusammenarbeit, der Deutsche Koordinierungsrat, das Präsidium. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Bitte bleiben Sie. Nicht, dass Sie mir hier entfleuchen. Sie haben ja, wie ich sehen konnte, unzählige Preise, woanders natürlich auch, aber auch in Deutschland unzählige Preise schon bekommen. Unter anderem so große wie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Jetzt sind Sie für die Buber-Rosenzweig-Medaille, muss ich auch mal angucken, wirklich sehr schön und ganz schwer, ne? Ja, extra nach Kiel gekommen, was ja nicht gerade um die Ecke liegt. Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Ich konnte es nicht wirklich, weil, weiß ich nicht, man hat recht zu Unwissen. Ja. Unwissen wovon? Aber von dem Preis. Mhm. Aber dann eben mein Verleger und darin mein Redakteur, Herr Wolfgang Kaus, und der ein sehr gut, er hat die deutsche Klassiker redigiert und er ist ein sehr guter Redakteur. Und er hat mir erzählt, wie ein wichtiges und geschätztes Preis ist es in Deutschland. Mhm. Mir die Seele dieses Preises, die Substanz dieses Preises war sehr wichtig, weil das finde ich, dass für Juden es ist notwendig, einen lebendigen Dialog zu führen mit allen Menschen, die herumleben, mit Christen, mit Moslems, mit allen. Und ja. Ich hätte Sie natürlich vor kurzem jetzt noch in erster Linie über die Entwicklung in Ungarn befragt und sein Verhältnis zu Europa und zu seinen Juden. Aber nun gibt es doch mit der Krim-Krise eine andere Priorität. Und Helmut Karasek und alle anderen haben es ja auch schon angesprochen. Deswegen interessiert uns, glaube ich, alle hier im Saal nun die Frage, wie beurteilen Sie, Herr Konrad, die politische Situation in Osteuropa? In Osteuropa, es gibt verschiedene... Oder speziell jetzt die Krim-Krise. Ja, natürlich. Es gibt verschiedene Oligarchen und Autarchen. Mhm. Die Autokratie hat eine Mode. Und Herr Putin ist wirklich der Beispielgeber Autokrat. Unser Herr Orban ist nicht so sehr hart und stark wie er, aber er ist nicht frei von diesen Spuren. Und er hat eben mit Putin eine Sonderverabredung gehabt über irgendwelche Nuklearkraftwerke in Ungarn, die nicht unbedingt notwendig waren. Und es ist nicht geprüft, dass es wirtschaftlich und ökologisch gut und begrüßenswert ist. Aber irgendwie, selbst Herr Orban, habe ich noch ihn vor 30 Jahren gehört, dass er sagte, die Russen sind unsere Feinde. Mhm. Ich denke nicht, dass ein Volk ist unser Feind. Mhm. Aber ich möchte, dass die russische Regierung und der russische Präsident soll nicht ein Feind von dem russischen Volk sein und von den russischen Intellektuellen, Schriftstellern, Freidenkern. Und ich denke auch, dass auch die russische und auch die ukrainische politische Klasse ist nicht frei von diesen Milliardär-Oligarchen, die eine Herrschaft haben über der politische Klasse.
Ich finde auch nicht gut, wenn ein Land, der seine nationale Souveränität gekriegt oder bekommen hat, weil eigentlich Ukraine war, geschafft von Khrushchev, der nicht ein großer Wohltäter war. Mhm. Und dass, wenn sie mit einem sofortigen Gesetz die Freiheit der Sprachen, der Minderheitssprachen begrenzt hat, das war keine kluge Entscheidung, und auch Ungarn, die also, in Karpatukraine leben, mhm, war es eine Freiheitsbegrenzung. Mhm. Und es ist eine Tatsache, dass in der Ukraine leben Russen und dass der Krim gehörte immer zu dem großen russischen Imperium. Ich würde sagen, dass es gibt Imperialismen und es gibt Nationalismen. Ja. Die Russen, mhm, Russland war immer imperialistisch. Vielleicht die Ukrainer sind nationalistisch. Mhm. Einmal habe ich bekommen eine sehenswürdige Lektion darüber von einer russischen Schriftsteller Tatjana Tolstaja, die neben mir saß, mhm, und sie sagte: Wie sind die Nationalisten? Ja. Und wie sind die Imperialisten? Ja. Aber aber das klingt so, als wäre es. Und sie sagte, dass die Russen sind Imperialisten und dass die russische Sprache ist nützlich, ja, für viele. Aber es klingt so, als wäre das ein Naturgesetz. Also Tatsache ist ja doch, dass Russland jetzt Völkerrecht gebrochen hat, Putin, und auch das Budapester Abkommen gebrochen hat von 94, dass der Ukraine und Weißrussland und Souveränität zubilligte. Also wo führt das noch hin? Es ist ja wirklich ein Bruch des Rechts. Ich würde sagen, dass, wenn die Rest der Welt bleibt klug und nüchtern, dann es führt nicht zu einem großen Krieg. Wenn in den Zeitungen man kann lesen, dass kommt der Krieg, es ist nicht wünschenswert. Sollte der Westen denn, wenn nun Sanktionen auch gegen Oligarchen und so weiter nichts nützen, sollte der Westen das Land seinem Schicksal überlassen? Diese Maßnahmen, was ich erwähnt habe gegenüber den Oligarchen, sind dann meistens... Sie meinen, das nützt doch was? Ja, das sind die beste Lösungen. Ja. Gut. Hoffen wir das alle. Hoffen wir es, dass in dem Fall die Wirtschaft sich positiv durchsetzt. Meine Kinder träumen ja von einer Welt, in der man gefahrlos um das ganze Mittelmeer herumfahren kann. Danach sieht es eher nicht aus. Es sieht eher im Moment nicht nach einem Europa in Freiheit und Vielfalt bis zum Ural aus. Es scheint noch lange ein Traum zu sein. Что делать, sagt der Russe. Was sollen, was können wir tun? Sie, ich, wir alle hier im Saal. Letzte Frage. Vielleicht das, was die russische Dissidenten machen schon immer, heute auch. Das heißt, sie wollen irgendwie, obwohl die Polizei ist unangenehm, ziemlich unangenehm mit ihnen, und einige wurden auch getötet, der Geist der Freiheit innerhalb Russland verbreiten. Und das sollen sie fortsetzen, und natürlich auch die ostmitteleuropäische freie Denker und Intellektueller und freiheitsliebende Menschen sollen ziemlich stark und weniger vorsichtig sein. Und wir sollen sie alle stärken darin. Ja, herzlichen Dank, Herr Konrad. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Oh ja, die Medaille. Meine Damen und Herren, damit sind wir schon fast am Ende unserer kleinen Veranstaltung. Ich danke Ihnen hier im Saal und auch den Zuschauern im ZDF zu Hause für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen hier noch
gute Gespräche und eine gute Heimfahrt und Ihnen im ZDF eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. God said, let there be light, and there was light. Said, let there be night, and there was light. God said, let there be day, and there was day. To follow the light. And it was good, brother, and it was good, brother, and it was good, brother, and it was God and good. God said, let there be storms, storms to bring life. In all of his storms, storms such as heads and gaggots and swarms, swarms that have names and numbers and laws. And it was good, brother, and it was good, brother, and it was good, brother, and it was good and good. Let there be gnats, let there be sprats. To cover the gnats, so that the sprats may nourish the rats, making them fat. Fine, fine for the cats. And they grew fat.